Okay, folgendes Problem. Ich habe eine Tüte mit Gummibärchen. Ja? X Gummibärchen sind da drin. So, wenn ich die Gummibärchen an vier Leute verteile, gleichmäßig, ne? Vier Leute gleichmäßig verteile, bleiben zwei Gummibärchen übrig. Wenn ich dieselbe Anzahl Gummibärchen auf sieben Leute verteile, bleiben drei übrig. Wie viele Gummibärchen habe ich? Bitte? Zehn, hey, nicht schlecht. Zehn. Vielleicht habe ich noch eine andere Zahl? Ging auch andere Zahlen? Also wenn ich, nehmen wir mal das Beispiel, wenn ich zehn Gummibärchen habe, also wenn ich es auf vier Leute verteile, bleiben zwei übrig, wenn ich es auf sieben verteile, drei, okay, prima, zehn. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Bitte? 100? Wer hat 100 gesagt? 100? Wenn ich 100 auf vier Leute verteile, geht's auf, ne? Nee. 102 vielleicht? Hä? 38, genau, ne? Richtig. 38 durch 4 bleibt Rest 2 und durch 7 bleibt Rest 3. Genau. Gibt es noch andere? Also ich könnte 10 haben oder 38, gibt es noch mehr? Naja, okay. Es gibt unendlich viele. Ja, die Frage ist, wie findet man die und auch wie findet man Lösungen für solche und ähnliche Probleme in schwierigeren Fällen, wo man es nicht direkt überblickt. So. Und das verweist auf den chinesischen Restsatz. So. Alles sehr aufwühlend heute, ne? Großer Satz von Fermat, oh und so. Ja. Okay. Nehmen wir mal nochmal das Beispiel. Machen wir es erstmal ganz einfach an dem Beispiel und dann nähern wir uns einem allgemeinen Verfahren. Also, das Beispiel, was ich gerade erwähnt hatte, war ja das folgende. Ich habe x Gummibärchen und wenn ich die auf vier Leute verteile, bleiben zwei übrig. Das ist ja nichts anderes, als das so hinzuschreiben. Ne? X ist kongruent 2 modulo 4. Da kommt schon die Feuerwehr. So, beziehungsweise, wenn ich x modulo 3 rechne, wenn ich x modulo 7 rechne, also auf 7 Leute die Gummibärchen verteile, bleiben 3 übrig. So, okay. Ganz allgemein gesprochen habe ich natürlich dann so ein Problem wie x ist kongruent a1 modulo m1 und x ist kongruent a2 modulo m2 und x ist kongruent a3 modulo m3, a4 modulo m4 und so weiter. Und dann wollen Sie das x rauskriegen. So. Das lernen wir heute, wie das geht. Oder Sie vielleicht nicht, weiß nicht. Okay. So. Ich verrate Ihnen mal jetzt an diesem einfachen Beispiel, wie man vorgehen kann. Da gibt es einen Trick letztlich. Ne? Und den Trick, den führe ich Ihnen jetzt mal vor und Sie werden wahrscheinlich noch nicht so ganz verstehen, warum. Aber wir werden uns anhand des Beispiels, anhand der Verallgemeinerung auf 2 und dann anhand der Verallgemeinerung auf n Modulen klar machen, warum das so ist. Was mache ich als erstes? Als erstes mache ich mal das Folgende. Ich versuche, die Inverse der Module gegenseitig zu finden. Also, was versuche ich? Ich will wissen, 7 mal x1 ist kongruent 1 modulo 4. Und, also was ist das Inverse von 7 modulo 4? Und hier genauso umgedreht. Im allgemeinen Fall, später, wenn wir n-Modulen haben, geht es nicht um die Inversen der jeweils anderen Modulen, sondern das ist ein bisschen komplizierter dann, das schauen wir uns dann an. Aber jetzt in dem einfachen Fall, im Fall, wir haben zwei solche Kongruenzen,
Ja? Letztlich handelt es sich um ein Kongruenzsystem, ähnlich wie bei linearen Gleichungssystemen. Ja? Mit zwei Kongruenzen sucht man die Inversen des jeweils anderen, der Module im jeweils anderen Modul. So, was ist ein x1? Das kriegt man ja fast im Kopf raus, ne? Ja? 3. Ja, genau. Was ist denn x2? Ja? 2. 2, ne? Genau. 7 ist nicht kongruent 1 modulo 4. 14 ist auch nicht kongruent 1 modulo 4. 21, 21 ist kongruent 1 modulo 4. Ne? So, einfach kurz durchprobiert. Genauso hier bei der 4. 4 mal 2 ist 8 und 8 ist kongruent 1 modulo 7. So. Also, ich habe jetzt hier nur die Module betrachtet und jeweils die Inverse gesucht. Und jetzt mache ich das Folgende. X ist gleich, passen Sie auf, ich nehme die 2 hier und multipliziere 7 mal 3 dran. 7 mal 3, das Inverse gerade, mal 2. So. Und addiere dazu, dasselbe nochmal, 3 mal 4 mal 2. Was kommt da raus? 2 mal 7 ist 14, also, oder sagen wir mal 6 mal 7, ne? Und 6 mal 4. So. Also 42 plus 6 mal 4 ist 24, 66. Ist das eine Lösung? 66? 66 ist kongruent 2 modulo 4. Ne? Und 66 ist kongruent 3 modulo 7. Ja. 64 ist durch 4 teilbar, also 66 kongruent 2 modulo 4 und 63 ist durch 7 teilbar, deswegen ist auch 66 kongruent 3 modulo 7. Jetzt haben wir eine Lösung gefunden. Ohne ausprobieren, ohne rumprobieren. Gut, hier haben wir ein bisschen rumprobiert, aber natürlich kann man das auch anders lösen. Okay. Warum funktioniert das? Wenn wir uns die Summe mal betrachten, wir rechnen jetzt modulo 4. Wir betrachten uns die Summe. Das hier hinten wird modulo 4 0, weil die 4 da drin steckt. Wenn ich das hier vorne modulo 4 betrachte, habe ich herausgekriegt, 7 mal 3 ist 1, kongruent 1 modulo 4. Das heißt, es bleibt nur die 2 übrig. Der Teil wird 0, der Teil wird 1, also modulo 4 bleibt die 2 übrig. Wenn ich modulo 7 rechne, ist der Teil 0, weil hier die 7 drin steckt. Ich weiß, das hier ist kongruent 1 modulo 7, also bleibt die 3 übrig. Total systematisch. Ne? Ein Teil wird 0. Der andere ist 1, weil ich die Inversen so ausgesucht habe. Und dann bleibt genau die eine Zahl übrig, die modulo dieses Moduls eben rauskommen soll. Also wenn man es im allgemeinen Fall macht, im allgemeinen Fall jetzt für 2, dann macht man das folgendermaßen. So. Ich habe x ist kongruent a1 modulo m1. Und x ist kongruent a2 modulo m2. So. Was mache ich zuerst? Ich bestimme x1 und x, also erstens x1 und x2 bestimmen. Und zwar mit folgenden Kongruenzen.
m2 mal x1 ist kongruent a1 modulo, kongruent 1 modulo m1. Also, bezüglich Modul 1, m1, suche ich das Inverse für m2. Dann ist m2 mal x1, das suche ich, ne? das habe ich gegeben, das suche ich, das habe ich gegeben, ist die einzige Unbekannte in der Kongruenz. Genauso wie hier, also ich suche sozusagen die Zahl für die m2, das Inverse für m2 in m1. Und genauso suche ich das Inverse für m1 bezüglich m2. Was mache ich anschließend? Ich bilde x folgendermaßen. Ich nehme mein a1 und multipliziere daran m2 mal x1 plus, jetzt nehme ich mein a2 und multipliziere daran m1 mal x2. So, das ist das, was wir hier gemacht haben. Ich nehme ein a1, a1 mal m2 mal x1 und a2 mal m1 mal x2. Das ist der zweite Schritt, ne? Bestimme x folgendermaßen. Fertig. So, wir können doch noch beweisen, warum das stimmt. Nur mal zur Verdeutlichung, das war die Erklärung, die ich gerade eben gebracht hatte, jetzt mal allgemein.